Hallo und herzlich willkommen, das ist Lukas Max und ein neues Video auf meinen Kanal. Heute gibt es ein GTA-Teil, wovon ihr wahrscheinlich schon lange nichts mehr gehört oder ihr habt es auch lange schon nicht mehr gespielt, denke ich persönlich. Und zwar ist die Rede von GTA 4. Ach, wir spielen heute mal wieder ein bisschen den Multiplayer von GTA 4. Ich hatte mal wieder Bock, weil ich glaube ich in 2021 hatte ich auch schon mal ein Video über den GTA 4 Multiplayer gemacht, ob der noch welche spielen und so weiter. Und heute gucken wir, ob den immer noch in 2022 Leute spielen. Wichtig zu sagen ist, ich spiele auf PC, da sind die Server generell aus, aber die Community hat sich natürlich nicht lumpen lassen und hat einen komplett eigenen Launcher und generell auch Server aufgemacht, deswegen Props gehen da auf jeden Fall raus. Auf der PS3 hätte man richtige Rockstar-Server usen können, aber ich habe meinen GTA 4 hier auf der PS3 stehen, aber irgendwie ging da der Multiplayer nicht. Deswegen PC-Version. Abonniert das gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um das komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt. Like gerne das Video, teilt gerne das Video und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit. Wir fangen direkt an mit GTA 4 Online. So, hier sind wir in Grand Theft Auto Connect. Das ist der Multiplayer, den wir dafür usen. Hier kann man schon sehen, 2 Spieler, 1 Spieler, 1 Spieler, 1 Spieler. Warum machen sie sich nicht alles zusammen in eine Lobby? Das frage ich mich natürlich an der Stelle. Also, ich gehe jetzt einfach mal in die 2er Lobby, weil da sind ja anscheinend die meisten drin. Grand Theft Auto 4 und die 2D DLCs sind natürlich am Start. Wir gehen aber in die Kubelik rein, weil das ist das Hauptgame. Ist ja klar. Moin, moin, Meister. Hey, diese Melodie. Beste Spiel, Mann. Loading Grand Theft Auto Connect. Und hier sind wir da schon gleich in GTA Connect, aka GTA 4 Online drin. Und ich habe wirklich sehr, sehr Bock. Und da fahren sogar gerade noch 2 andere. Und hier ist ein Sultan Connect. Sultan Connect, was laber ich? Hey! Hier ist ein Sultan. Habe ich dir gesagt, dass du mich umfahren darfst? Hier ist ein Sultan. Wie ich finde, eines der geilsten Autos in ganz GTA 4. Erstmal Alarmanlage nicht so gut. So, man konnte ja keine Autos in GTA 4 tunen, aber das war halt ein NPC-getunetes Fahrzeug. Deswegen war das so geil. Und natürlich auch diese Crash-Physics, generell die Auto-Physics. Es ist einfach ein geiles Game. Und ich habe mir sogar ein Mod-Menü installiert. Da können wir jetzt auch mal ein paar Dinge machen. So wie zum Beispiel Weapon Packs. Und dann nehmen wir das weiter einfach mal. Was haben wir hier so Schönes? Okay, eine Desert Eagle, Pumpgun. Okay, die MP. Oh, die M4 ist auch am Start. Eine Sniper, eine Rocket Launcher. Können wir uns auf jeden Fall eher weniger beschweren. Wir können uns auch einfach mal zu einem Typen teleportieren. Zum Beispiel den hier. Jo, wir fahren jetzt mit ihm in seinem Sultan Classic rum. Und da hinten kommt der andere. Ich weiß zwar nicht, was er für ein Auto hat, aber ist auf jeden Fall geil. Da kommt er. Er hat, glaube ich, auch einen Sultan. Aber nicht den RS. Ich sag mal Classic und so ein Scheiß wegen GTA 5. Echt sorry. Es ist ein Sultan RS. Muss ich mir merken. Bloß was mich triggert, ich kann nicht richtig hinten schauen, weil die Cam die ganze Zeit nach Dings geht. Nach oben. Verstehe auch nicht wieso. Aber ich kann ihnen ja mal helfen. Los! Wo ist der No-Name? Er kommt da. Ich helfe ihn. Okay, es war eher weniger Hilfe, denke ich mal. Okay, Meister, ich muss mal kurz aussteigen. Wir sehen uns. Jawohl, damit fahren wir, Mann. Wie es aussieht, ey. Ach, GTA 4 war so ein gutes Game. Wir spawnen jetzt einfach hier jedes Auto. Bis ich das habe, was ich möchte. Okay, aber jetzt sind wir hier ein bisschen schräg. Das ist kacke. Wir sind in der Subway. Nein! Nein! Ich hab GTA Online kaputt. Was hab ich getan? Ich hab GTA 4 kaputt gemacht. Ich muss. Oh mein Gott, was geht hier ab? Das wollte ich nicht. Ich schwöre, das wollte ich nicht. Ich sollte einfach weggehen und so tun, als ob ich es nicht war. Rockstar Games, ich war das nicht. Hier haben wir einen Sultan RS. Oh, Digga, ist das hier Bucky. Oh mein Gott. Es leckt alles wegen mir. Au! Au! Das wollte ich nicht. Ein paar Sekunden später. Ich spawn einfach alles. Ich spawn einfach alles. Ich mach die Lobby jetzt kaputt. Irgendwas mache ich mit GTA 4. Und da war es kaputt. Moin, wie geht's dir, Meister? Okay, Forever YouTube, interessant.
Die spielen wir. Da sehe ich mich doch. Nee. Ich glaube, es ist irgendwie sehr, sehr buggy alles. Weil wie das aussieht, Mann. Yay! Geil, was habe ich mit meinem Charakter getan? Wir spielen Nico Bellic in GTA 4, da sehe ich mich. Ey, ich will mitfahren! Dimitri! Danke dir, Dimitri. Ich küsse dein Herz, Meister. Let's go. Ey, die wollen uns abknallen. Fahr. Jawoll. Das gibt gute alte Feelings, ein bisschen mit Online-Spielern im GTA 4 rumzufahren. Arme. Das war ein Officer. Aber ich helfe dir noch mal ein bisschen. Okay, gut genug geholfen. Oh mein Gott. Ein bisschen buggy alles hier. Das ist GTA 4, Mann. Und jetzt fahren wir mit dem Bus rüber in die Hauptinsel nach Brooklyn. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hier genau hieß, aber irgendwie so sollte es auf jeden Fall heißen. Meister, wo fahren wir eigentlich hin? Oh, Forever YouTube ist gestorben. Ja, der ist auf jeden Fall schon mal ein Ehrenmann. Der fährt wirklich mit uns rum. Das finde ich echt sehr, sehr, sehr korrekt von ihm. So. Junge! Du musst schon auf der Straße fahren, Meister. Ah, er will mit dem Helikopter, glaube ich, fliegen. Denke ich zumindest. Oder was tut er? Hallöchen. Okay. Wir steigen aus. Lässt du mich hier sitzen oder was? Okay, mit dem haben wir jetzt Beef, sag ich einfach mal. Mit dem haben wir Beef. Ich habe ihm kurz Zeit gelassen, damit er weiß, was abgeht. Jawohl. Ich will ihn nicht töten. Aber ich will auch mit Leuten Beef haben. Okay. Komm. My name is Real. Bin GTA 4 OG. OG Look. Ich wollte schon sagen, als ob ich das Ding nicht hole. Malm. Ja, unfair. Oh, und ich habe ihn trotzdem zerstört. Aber weil ich am Anfang mal diesen Passiv-Mode hatte, das ist natürlich klar. Okay, ich muss uns. Was war das denn? Wo ist er? Wo ist er? Oh, er macht jetzt auch diesen. Aber er wurde überfahren. Ja. Und. Uiuiui, schnell nachladen. Und springen. Nein. Oh, shit, das war knapp. Wo bist du? Oh mein Gott, man kann hier eine Rolle machen. Wusste ich gar nicht. Ja, okay, 2 gegen 900. Tot. Komm, du auch. Nein. Jawohl. Ach, GTA 4 ist wirklich ein gutes Game. Nein, Rolle, Rolle. Ja, oh, das ist ja so gut gewesen. Rolle. Oh, was war's denn jetzt? Da unten war einer. Ey, der mit seinem scheiß Rocket Launcher, jetzt mal ehrlich. Soll man nicht seine Rolle so mit dem Rocket Launcher schieben? Tja, weißt du, was machst du denn jetzt? Ich merke, von innen werde ich angeschossen. Ja, perfekt. Wo? Da. Ne, wieder runter. Oh, hinter uns. Nimm die Waffe. Die Leute kommen definitiv auf GTA 5 oder so. Okay, ist okay. Oh, komm mal hier. Damit hat er nicht gerechnet. Oh, nein! Kommt den nur nicht! Nein! Soll nach vorne gehen? Oh. Richtig. Mit seinem scheiß Rocket Launcher, ich schwör's dir. Steh auf. Du schaffst es. Ich glaub an dich. Nein. Da, komm mal hier. Nice. Den holen wir uns auch. Wer ist denn pink wegen dem Rocket Launcher? Die müssen jetzt Rache. Aber ich werd geholt. Das ist so overpowered hier oben, Alter. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh, ne, hat mich geholt. Immer wenn ich sage,
Der GTA 4 Multiplayer ist immer noch am Start, aber Leute spielen es nicht unbedingt so hart noch. Ich denke mal, wenn ich abends online komme, wären mehr am Start, weil da auch Amerika und so wach ist. Aber ja, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Habt ihr schon mal GTA 4 den Online-Modus gespielt? Wenn ja, wie hat er euch gefallen? Ist ja klar, dass der GTA Online-Multiplayer besser ist, aber der GTA 4 Multiplayer war auch echt nicht bad. Abonniert jetzt gerne diesen Kanal, wenn ihr nicht rund um das komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt. Like gerne das Video, teilt gerne das Video und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Luca und ciao, ciao.